Detlef Weyrich, 1956 in Oberhausen geboren, erhielt 1977 die gesicherte Diagnose Multiple Sklerose. Das rapide Fortschreiten der Krankheit zwang ihn bereits 3 Jahre später in den Rollstuhl. Der gelernte Erzieher und begeisterte Sportler musste alle Zukunftsträume über den Haufen werfen und sein Leben komplett neu überdenken. Herr Weyrich, Sie mussten Ihrem Leben sehr früh eine neue Richtung geben. Was hat Ihnen geholfen, nicht in Verzweiflung und Selbstmitleid zu versinken? Da ich von zu Hause aus katholisch erzogen wurde oder beziehungsweise christlich erzogen wurde, habe ich mir von vornherein gesagt, die Multiple Sklerose hat mich nun erwischt und ich muss das Beste draus machen. Und der liebe Gott wird schon richten. So habe ich das zu mir gesagt. Der wird mir dabei helfen. Ihr fester Glaube gibt Ihnen die Kraft, Ihr Schicksal anzunehmen. Hadern Sie aber nicht doch manchmal mit Gott, machen ihn verantwortlich für Ihre Lage? Nein, das mache ich auf jeden Fall nicht. Weil Gott hat mir die Aufgabe gegeben, als behinderter Mensch durchs Leben zu rollen oder auch zu gehen. Und für mich ist das so eine leichte Fügung. Das macht sich für viele Außenstehende komisch anhören, sage ich mal so. Aber ich sehe das als Fügung. Er hat mir die Aufgabe gegeben und sagt, du gehst jetzt als behinderter Mensch durchs Leben und gibst anderen Hilfestellung. Und so nachlebe ich. Herr Weyrich, können Sie an einem konkreten Beispiel erläutern, wie Ihnen Ihr Glaube hilft? Mein Glaube hilft mir insoweit, da ich täglich Herausforderungen vor mir habe und Herausforderungen vor der Tür stehen oder vor mir stehen, gibt er mir immer die Kraft, dieses Problem anzugehen und einfach zu sagen, du schaffst das. Und dadurch bekomme ich vom Gott die Kraft, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es leben muss, als behinderter Mensch. Können Sie uns dafür ein Beispiel geben, was genau, in welchen Fällen Sie da sich auf Gott beziehen oder wo Ihnen Gott hilft? Ich bin in mehreren prekären Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, das schaffst du nicht mehr. Und dann habe ich Zwiesprache mit ihm gehalten, wie Don Camillo und Peppone, und habe ihn einfach gefragt, was muss ich jetzt tun? Dann hat er mir immer einen Wink von oben gegeben, das machst du jetzt, und das ist meistens oder ist immer gut gegangen, immer. Können Sie uns eine dieser prekären Situationen nennen? Ja, ich bin in einer Situation gewesen, wo ich plötzlich vor einem Problem stand. Ich wurde früher von Zivildienstleistern betreut und plötzlich war ich von heute auf morgen stand ich ganz alleine da. Eltern früh gestorben, Geschwister, jung verheiratet, eigene Familie und so weiter. Und da war ich doch manchmal überfordert und dann habe ich ihn um Hilfe gebeten und der hat mir immer geholfen. Hat mir Tipps gegeben, die ich mir in Suggestion praktisch, ich habe mir die Fragen gestellt, habe mir die zwar selbst beantwortet, aber ich habe immer gesagt, das kann nur von oben kommen. Sie sind ehrenamtlich in vielen Belangen, darunter auch in der DMSG, sehr engagiert und kämpfen vehement für die Rechte Behinderter. Ist Ihnen auch hier Ihr Glaube Motor und Motivation? Ja, auf jeden Fall. Er gibt mir immer viel die Kraft, die Motivation, Dinge anzugehen, wo andere gar nicht erst dran gehen würden. Und er gibt mir immer die Kraft, das alles durchzuhalten und vehement mich für die Belange der Menschen mit Behinderung einzusetzen. Habe viel erreicht durch Gottes Hilfe. Was machen Sie da konkret? Ja, ich habe in Oberhausen zum Beispiel durchgesetzt, dass alle Busse rollstuhlrecht sind, mit Klappen versehen. Ich habe ein Haus für Rollstuhlfahrer bauen lassen, habe zig Auszeichnungen bekommen für die Stadt Oberhausen. Ich bin im Behindertenbeirat der Stadt Oberhausen tätig, bin in der Politik tätig und Bundesebene und Landesebene und bin sehr engagierter Mensch im Sportbereich, mache ich auch noch etwas. Und das macht mir einfach so viel Spaß. Und die Kraft, die kann ich nur von oben machen. Wer Sie kennt, weiß, dass Sie ein äußerst humorvoller Mensch sind. Allen Unbillen zum Trotz. Spielt auch hier Ihre Religiosität eine entscheidende Rolle? Ja, ich bin von Geburt an jemand, der immer Spaß gemacht hat. Als Kleinkind und so weiter schon. Und in der Schule war Schulsprecher. Und habe immer meine Schulkameraden und auch die Lehrer so zum Lachen gebracht, dass ich einfach zum Leben Ja sagen konnte. Und es ist heute so, dass ich mit der MS noch mehr Humor bekommen habe. Weil ich sage, ich ändere ja nichts an MS. Gegen MS kann man nichts machen, aber man kann viel tun. Das ist so meine Lebenseinstellung. Und
Vielleicht noch einen Spruch dazu, was ich auch mal gelernt habe. Ein Rühmen Gottes ist das Lachen. Weil der Mensch so leben kann, wie er ist. Das ist mal ein Spruch, den ich mal so gelernt habe. Man kann den Menschen so nehmen, wie er ist. Genau so ist richtig.